Einen wunderschönen guten Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Mein Name ist MaskOne und heute werden wir endlich über die Zwerge sprechen, nachdem wir uns ja bereits über die Elfen, Menschen wie auch Orks hier ein wenig informiert haben oder gesprochen haben. Ich entschuldige mich, dass so lange nichts kam. Ich war krank, ich hatte andere Sachen zu tun, aber jetzt auf jeden Fall sind die Zwerge für euch am Start in diesem Audioformat, womit ich auch die Reihe endlich abschließen möchte. Und ich hoffe, dann sind die Rassen auch gut erklärt worden. Aber ja, gehen wir in die Materie, gar nicht lang irgends mit unwichtigen Dingen aufhalten. Wir gehen in die Materie. Und zwar, wie auch bei allen anderen Rassen, war es eben so, die Drachen wurden im Kampf getötet. Diese Drachen sehen wandern, dieses Mal passend zu dem zwergischen Setting in die Berge, ja, während die Seelen bei den Orks in die Wüste gingen, bei den Elfen gingen sie in die Wälder. So gehen sie eben bei den Zwergen in diese bergischen Region Eldorias. Und dort können sie eben versteckt sein vor dem Drachen und nicht gefunden werden. Ja, wir haben es immer so interpretiert, dass halt diese Seelen wandern halt in die tiefsten Wälder, wo sie keiner findet, in die Wüsten, ne, in die Erde der Wüste zum Beispiel, wo sie nicht gefunden werden können und halt hier in die Berge. Hier entstehen dann schließlich die ersten Zwerge, die sogenannten Urahnen, die auch später noch wichtig werden in Bezug der Religion der Zwerge. Und ja, im Grunde ist es schnell zusammengefasst. Diese Zwerge bauen zusammen diese riesigen Hallen auf, diese riesigen Zivilisationen in den Bergen oder in, ja, in den Bergen oder in einem Berg, das ist ein bisschen Interpretationssache. Sie lernen dann eben auch die Magie zu managen. Sie lernen auch mit Lava richtig krasse Werkzeuge zu erschaffen. Sie lernen die Erze richtig zu verarbeiten und eben auch mit Mechanik und auch teilweise mit Alchemie umzugehen, zu hantieren. Und daraus können sie eben Werkzeuge schaffen, die sie deutlich effizienter machen und effektiver arbeiten lassen. Und deswegen haben auch die Zwerge eben dieses Image oder dieses Setting, ja, dass sie eben diese fetten, riesigen, fetten Hallen ausgraben können innerhalb von relativ kurzer Zeit. Und das hat sie natürlich auch, ja, zu dem gemacht, was sie sind. Die Berge bieten optimalen Schutz von vorne, von hinten, von Süden, von Westen. Entsprechend dort können sie in Ruhe bauen, ja. Hier ist aber auch das Problem, weil diese Urahnen irgendwann haben halt angefangen, sich zu streiten, ja. Es gab immer mal wieder kleinere Konflikte innerhalb dieser Zwergensippe. Und so sind eben viele Zwerge auch in die weite Welt hinausgewandert. Und genau hier liegt auch der Hund begraben und dort wird auch erklärt, dass die Zwerge auch nicht unbedingt an dieses typische Zwergensetting gebunden sind, wie ihr das aus Herr der Ringe oder aus anderen popkulturellen Fantasy-Werken kennt, sondern bei uns ist es möglich und auch gewollt, dass Zwerge eben auch von mir aus im Sumpf, in der Lava, im Wasser, in der Steppe, im Wald, ja, überall können die bauen. Und das wird hiermit erklärt, dass eben die Zwerge, es gab Stress untereinander und so sind eben viele Zwerge in die weite Welt hinaus und haben sich an anderen Stellen auch niedergelassen. Und dementsprechend können auch Zwerge eben völlig selbst von euch interpretiert werden, ja, wie auch immer, ob ihr Steampunky baut, ob ihr im Wasser baut, in der Luft oder in Höhlen. Das ist dann euch völlig komplett freigestellt. Und genau, das ist halt die Geschichte der Zwerge. Die Urahnen haben diese fetten Höhlen aufgebaut. Es gab früher eine Zwergenzivilisation und durch Streitereien, Reibereien sind eben viele in die weite Welt hinausgewandert und haben sich neue Kulturen und mit neuen Weltanschauungen eben gebildet, die sich manchmal friedlich gesinnt sind, manchmal auch, ne, nicht so friedlich gesinnt sind. Manche hassen die Elfen, manche lieben die Zwerge, manche hassen Menschen, manche lieben die Menschen. Das ist völlig euch auch hier komplett freigestellt. Ihr könnt mit den Zwergen euer RP machen. Alles kann, nichts muss, so nach dem Motto, es gibt keine festen Vorgaben, wie ihr das RP ausleben könnt. Ja, das so viel zu der Geschichte und seither sind die Zwerge eben dafür bekannt. Manche haben eben diese Luftschiffe, manche haben ganz normal ihre Höhlengesellschaft dort, also sind nicht so fortschrittlich wie andere. Das ist alles ja, euch völlig überlassen, wie ihr sie auslebt. Ja, zum Aussehen, auch hier grundsätzlich ist es so, wir haben uns bei den Zwergen sehr doll an den popkulturellen Zwergen natürlich orientiert. Das heißt, sie sind klein, sie haben lange Bärte, sind kräftig
Und sind auch natürlich sehr stark und stämmig. Also so ein kleiner Zwerg, das ist schon ein Brocken, so den man nicht einfach irgendwie mal umhauen kann. Also, ne, wenn, ich meine, das ist natürlich bei uns auf dem Server auch immer so eine Sache. Man kann natürlich auch einen sehr magiestarken Zwerg machen, der dann Abstriche im Leben hat. Oder man kann einen sehr starken Fernkämpfer-Zwerg machen, der dann Abstriche im Nahkampf hat. Man kann sich ja da immer so ein bisschen skillen. Aber so rein stereotypisch, sage ich mal, sind eigentlich die Zwerge so, wie ihr sie euch vorstellen könnt. Klein, lange Bärte. Manchmal haben sie Felle, wenn sie in kalten Regionen leben. Manchmal haben sie starke, massive Rüstungen, wenn sie eher so auf dem Kampf, sage ich mal, aus sind. Äxte sind sehr beliebt unter den Zwergen. Aber es das heißt nicht, dass es nicht auch irgendwie Armbrüste oder Schwerter gibt oder auch Dolche, irgendein Assassinzwerg oder so. Es gibt, kann es auch hier alles geben. Charakteristisch für die Zwerge ist eben diese typische Erscheinungsform, die ihr sie, wie ihr sie kennt, und bei den ja, weiblichen Vertreterinnen, sage ich mal, der Zwerge, auch die natürlich sind möglich. Es gibt auch weibliche Zwerge, die im Vergleich zu anderen weiblichen Wesen sehr kräftig und robust zu sein scheinen, aber natürlich unterscheidet sich dann doch das Aussehen sehr stark von diesen weiblichen und männlichen, wie es eben bei allen Rassen so ist. Die Zwerge sind die zweitälteste Rasse, beziehungsweise sie können 400 Jahre alt werden. Sie werden zwar auch sehr alt, beziehungsweise das ist auch der Grund, warum sie so alt werden, ist, dass sie sich im Vergleich zum Beispiel zu Menschen deutlich schneller entwickeln. Ja, mit 18 Jahren sind die Zwerge schon wirklich wie das kann man vergleichen mit 35-Jährigen oder 40-Jährigen so. Ne? Also die haben, obwohl sie schon sehr jung sind, haben sie schon so ein bisschen Alterserscheinung, aber so auch Erfahrung. Also sie haben schon sehr früh so diese perfekte Balance zwischen Stärke und auch Fitheit. Also sie sind fit und stark schon im jungen Alter so. Ne, während halt, ihr wisst ja, wie es ist bei Menschen halt mit 18 Jahren, so man ist schon stark und so, aber man hat vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung und also die werden auch dementsprechend natürlich schon früh ausgebildet, ja. Schon in jungen Jahren bekommen sie die Fähigkeiten der Handwerkskünste vermittelt, während die Männer eher so das Handwerk des Vaters oder eines erfahrenen Meisters so beigebracht bekommen, werden die Mädchen oder die Frauen eher so auf Schmuck und Schmiedekunst eingeführt und eigentlich normalerweise im Kampf gar nicht so geschult, aber auch das kann natürlich von Kultur zu Kultur anders sein. Wie gesagt, ihr könnt auch die eine Zwergin spielen, die kampfbereit und willig ist, ja, das ist wie gesagt euch auch hier wieder völlig freigestellt. Ja, in puncto Religion ist es so, dass die Zwerge sind die einzige Rasse, die nicht so was Spirituelles als, sag ich mal, Vorbild haben im Vergleich zu den anderen Rassen, sondern bei den Zwergen ist es so, sie beziehen eben ihre Religion auf die Urahnen. Auch hier ist es so, während es zum Beispiel bei den Elfen verschiedenste Götter ge geben kann, zum Beispiel ein Drache der Fruchtbarkeit, ein Drache der Ernährung, ein Drache des Krieges, ne, so mäßig so multiple Götter, kann man das bei den Zwergen so ähnlich sehen. Es gibt den Urahn, der vielleicht für seine Kriegstaten bekannt ist. Es gibt einen Urahn, der vielleicht für die Vermittlung zwischen den zwergischen Kulturen bekannt ist. Es gibt vielleicht den Urahn, der für seine Schmiedekunst bekannt war. Diese beziehen sich aber immer auf wirklich real existierende Urahnen, ja, und deswegen ist es den Zwergen auch so wichtig, dass die Geschichten und die Machenschaften ihrer Urahnen weitergetragen werden. Also die Zwerge sind ein sehr Kultur und Religion, wenn man das so sehen kann. Also die Kultur, sie sind sehr belesen darin und denen ist es auch sehr wichtig, dass die Siegestaten oder auch die Erfolge ihrer Urahnen weitergetragen werden, damit sie auch sich selbst diese zum Vorbild nehmen können und selbst auch in die Fußstapfen dieser Urahnen treten können. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Zwerg besonders angetan ist von einem Zwerg, der viele Kriege geführt hat beispielsweise, dann wird auch dieser Zwerg versuchen, entweder in die Fußstapfen dieses Urahns zu treten und möchte vielleicht alle Zwerge, alle, ja, oder alle Zwerge vernichten zum Beispiel, oder alle Elfen, oder er möchte mit den Menschen Frieden schließen oder mit den Orks. Wie gesagt, das ist alles wieder Interpretationssache, was die Spieler daraus machen. Oder aber er kann natürlich das auch komplett über die Zeit, wie der Charakter bespielt wird, in Frage stellen. Er kann seine komplette Urahn in Frage stellen, seine komplette Herkunft. Er kann sich von diesem kriegerischen Urahn abwenden und sich vielleicht einem anderen Urahn zuwenden, der vielleicht mehr auf Handel irgendwie getrimmt ist, sage ich mal. Das ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr wichtiger und essentieller Bestandteil, ist halt diese Religion rund um die Urahn der Zwerge, dass halt diese
auch gewahrt wird, ja. Das ist der sogenannte Ahnenglaube. Ja, es ist, wie gesagt, eher, es ist gar kein so ein Glaube, weil, wie gesagt, sie wissen ja anhand von Schriften und Erzählungen, dass es diese Urahnen gab oder gewisse Urahnen gab. Es ist eher eine Vergötterung oder ein Nacheifern anstatt einem Glaube nach diesen Ahnen, ja. Aber trotzdem, umgangssprachlich, sage ich mal, für die Verständlichkeit wird es natürlich Ahnenglaube genannt, weil man auch hier natürlich wieder sagen muss, die Spieler haben wieder die Möglichkeit, auch einen Ahn zu erfinden, den es vielleicht gar nicht gab, und der Zwerg komplett, sage ich mal, von Propaganda im Kopf irgendwie gebrainwashed wurde und er denkt halt, es gab diesen Ahn, obwohl es das nicht ist. Und ne. Aber ja, die Religion auf jeden Fall auch sehr interessant in meinen Augen, gibt auf jeden Fall sehr viel Spielraum für eigenen Content. Genau, ein Teil, den ich ja schon bereits angesprochen habe, ist, dieser Ahnenglaube spielt eine sehr große Rolle in der Kultur der Zwerge. Aber auch hier ist es wieder so, wie man sich Zwerge eben so vorstellt. Sie sind sehr auf Familie, sehr auf ihre eigene Sippe bedacht. Die Gesellschaft steht an erster Stelle für die Zwerge, das Leben untereinander, das Miteinander. Und natürlich auch die Schmiedekunst geht damit einher. Ja? Viele Zwerge versuchen, sich gegenseitig zu inspirieren, bessere Werkzeuge, bessere Waffen herstellen zu können. Und das ist gar nicht so, nicht unbedingt, wie gesagt, alles kann, nichts muss, ne? Das ist immer die Sache, was die Spieler daraus machen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die gar nicht so ein Konkurrenzdenken haben. Ja, wenn jetzt einer ein besseres Schwert herstellt als der andere, dann ist das kein Grund für Neid, sondern man versucht sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Und dann macht der eine vielleicht was anderes, was der nicht so gut kann und so. Sie legen sehr großen Wert auf Gemeinschaft und Zusammenarbeit und Zusammenhalt. Und es ist so, wie man sich eigentlich die Zwerge vorstellt, auch in popkulturellen Werken, so leben sie halt, ne? Sehr zusammen. Was interessant noch ist, was ich vielleicht vorhin noch nicht so krass angeschnitten habe. Zum Beispiel haben wir bewusst auch so einen intergalaktischen Glauben, sage ich mal, oder die Möglichkeit eingebaut, so intergalaktisch zu sein. Also, dass man die Zwerge sehr krass mit Steampunk in Verbindung bringt, das ist hier auf jeden Fall auch gegeben. Ja, wir haben die Möglichkeit auch gegeben in der Gesellschaft oder auch in den Prioritäten der Zwerge, dass viele sehr technologisch bewandert sind und Technologien erfinden möchten. Entweder um der Allgemeinheit zu nutzen oder auch um Schaden damit anzurichten. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben sogar auch diese Möglichkeit eingebaut, dass zum Beispiel Zwerge ins Universum übertrieben gesagt reisen möchten und zum Beispiel auch Raketen bauen oder auch so ein bisschen mit dem Sternsystem oder auch mit Planeten, so intergalaktisch, so raumschiffmäßig, so Science Fiction. Ich will nicht zu krass in diese Science Fiction Richtung gehen, das wollen wir jetzt hier nicht irgendwie. Aber zumindest gibt es so das Bestreben darin, in den Himmel zu fliegen, so vielleicht mit Luftschiffen oder so, ne? Das ist halt auch gegeben, ja, das ist, finde ich, auch ein sehr cooles Setting, dass man mal auch die Welt von, also die Minecraft-Map, auch damit befüllen kann, im Himmel irgendwelche Inseln zu bauen oder so Himmelsstationen, so Space-Station, sage ich jetzt mal, übertrieben gesagt, im Himmel zu bauen, Inseln im Himmel zu bauen, die dann halt auch von den Zwergen vielleicht bewohnt werden und so, ne, dass es vielleicht schon Zwerge gibt, die dort wohnen und keiner weiß von denen und so, ne, auch das wollten wir halt anschneiden, um halt auch dieser Minecraft-Welt, unserer Minecraft-Map die Möglichkeit zu geben, nach oben im Himmel, sage ich mal, eigene Städte zu bauen und Inseln zu haben und so. Und ja, natürlich können sich die Zwerge das zunutze machen, aber genauso auch die Orks und auch die Elfen, ja. Aber bei den Zwergen ist, wie gesagt, auch teilweise das Bestreben oder die Möglichkeit gegeben, in der Grundlore von uns hier gegeben, dass man halt auch mal so denkt, ja, so galaktischer denkt, sage ich jetzt mal. Wo wir dann auch schon beim letzten Punkt sind, dem Baustil. Auch hier, das sollte schnell abgearbeitet sein, also grundsätzlich, wie man das kennt. Große Statuen, riesige Hallen, riesige Säulen, die das ganze Konstrukt stützen, fette Podeste, fette steinige Tore innerhalb dieser Hallen. Dieses typische Hochzwergending, das typische Zwergending, ja, das kennt man ja. Aber auch, wie gesagt, gleichzeitig kann man auch eigene Baustile je nach Tradition etablieren. Steampunky kann man bauen, man kann im Sumpf bauen, man kann in den Vulkan bauen und da wieder komplett andere Sachen bauen. Man kann im Meer bauen, irgendwelche Glaskuppeln oder irgendwie so riesige Berge im Wasser bauen, die dann von irgendwelchen Glaskuppeln umhüllt sind, um halt darin dann leben zu können und so ein bisschen Solarpunk-mäßig zu bauen, dass man dann innerhalb dieser Glaskuppel, so wie bei, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt
bei Bikini Bottom, hier Sandy wohnt ja auch in der Glaskuppe, wo dann grün und alles rosig und blumig und Natur ist und so. Und auch sowas wäre halt durchaus möglich, dass halt Zwerge in einer fetten Glaskuppel im Meer bauen und innerhalb dieser Glaskuppel vielleicht ein fetter Berg ist, wo die Zwerge drin wohnen und außerhalb dieser Berge und zwischen Glaskuppel und Berg sind dann zum Beispiel riesige Dschungel oder generell einfach grüne Landschaftsfelder so. Auch das wäre halt möglich, ja. Auch hier, wie gesagt, Baustil sehr krass vom Spieler eigentlich im Grunde bestimmbar. Jeder hat die Möglichkeit, seine Zwergenkultur frei zu designen, Baustil festzulegen, Weltanschauung festzulegen, wen hassen sie, wen mögen sie. Charaktereigenschaften natürlich auch, ja, wenn zum Beispiel die einen Zwerge gehen mehr auf die Schatzsuche, die andere möchten eher die Technologie voranbringen, andere möchten konservativ leben, in ihren Höhlen, in der Sippe zusammen und Wissen sammeln, horten und weiter verbreiten. Das so viel zu den Zwergen. Also ich denke, die Zwerge ist auf jeden Fall eine sehr coole, interessante Rasse und auch vielleicht nochmal abschließend zu sagen, wenn ihr die klassischen Zwerge sucht, die bekommt ihr hier. Wenn ihr euch die Zwerge so vorstellt, wie sie in Herr der Ringe oder in World of Warcraft oder so zum Beispiel sind, die bekommt ihr hier. Aber auch hier, ihr könnt eigene Zwerge auch basteln, eigene Kulturen. Ihr könnt euer eigenes Werk, wenn ihr jetzt heute anfangt, ein Buch zu schreiben und dort soll es eine Zwergenkultur geben, nach euren persönlichen Empfinden, auch das ist gegeben. Auch das könnt ihr sehr gerne bei uns ausleben. Und wir freuen uns auf euren Content, wir freuen uns sehr auf eure Interpretation, auf euren, wie gesagt, auf euren Content-Pieces und das auszuspielen, mit anderen zu teilen. Und genauso feiern wir als Community auch, ne, wenn es immer Neuigkeiten gibt, neue Interpretationen und neue Varianten Zwerge zu spielen. Ihr seid auf jeden Fall willkommen, wird uns freuen, wenn wir uns vielleicht bald sehen. Und freut euch auf weitere Videos. M zu 1, M zu Nice. GG.